12, den wundervollen Pierre Jarawan, meine Damen und Herren. Beifall bitte. Hallo, vielen Dank, schön hier zu sein. Es ist jetzt so ein knappes Jahr her und ich erzähle das deswegen, weil ich mich daran erinnert fühle, weil das so ein festliches Ambiente ist, dass ich einen Heiratsantrag gemacht habe. Das war in Thailand, auf einer kleinen Insel, am Strand, Vollmond, sichere Nummer. Und die Hochzeit war vor ein paar Wochen. Und ich erzähle das deswegen, weil das Nervenaufreibende war gar nicht die Hochzeit oder den Heiratsantrag zu machen, sondern die Suche nach dem passenden Verlobungsring. Und von dem möchte ich euch erzählen in diesem ersten von zwei Texten. Das Internet hat in seiner Geschichte schon viele nutzlose Dinge hervorgebracht. Aber so richtig wird einem das erst bewusst, wenn man, wie finde ich den perfekten Verlobungsring, googelt. Wer denkt, niesende Pandas oder komisch tanzende Koreaner auf YouTube wären der einzige Mist, den man im Netz finden kann, der war noch nie auf Seiten wie Jolie oder beautytipps.de. Der häufigste Tipp, den man dort zum Thema findet, lautet: Perfekt ist der Ring, der ihr gefällt. Danke. Eigentlich bin ich echt ein selbstbewusster Typ und die einzigen Situationen, aus denen ich bis dahin Unsicherheit kannte, beschränkten sich maximal auf die Frage, ob der Toner wirklich zu meinem Drucker passt. Aber Schmuck, jemanden, der nicht nach Schmuck zu fragen ist, als würde man den Arm um ein Erdmännchen legen, die Sterne anschauen und sagen, bitte, Joe, erzähl mir von Dostojewski. Wie soll das gehen? Diese Unsicherheit, gepaart mit wochenlanger ertragloser Recherche, führten dazu, dass ich letztendlich mit dem Selbstbewusstsein eines Baby-Igels, der eine Autobahn überqueren soll, in den Juwelierladen stolperte und rotbäckig und ein wenig außer Atem rief, hallo, ich suche einen Ring für einen Heiratsantrag. Ich glaube, dass Juweliere die traurigsten Menschen der Welt sind. Jedes Mal, wenn die Glocke über der Türe klingelt, stellen Sie sich vor, wie ein Mann mit einem dicken, schwarzen Aktenkoffer im Kaschmiranzug den Laden betritt, um Ihnen einen Koffer voller Geldscheine hinzustellen und zu sagen, ich möchte meiner Süßen alles kaufen, was irgendwie glänzt. Und dann wachen Sie auf und da steht jemand wie ich. Die Verkäuferin hat offensichtlich gelernt, professionell mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Wie schön, sagt sie, was soll der Ring denn ungefähr kosten? Was ist denn so üblich, frage ich. Da gibt es keine Regel, sagt sie und faltet die Hände. Auf Jolie.de habe ich gelesen, dass es in Amerika Brauch ist, dass der Verlobungsring mindestens das 2,5-fache Monatsgehalt des Mannes kostet, sage ich. Das stimmt, sagt die Frau. Und in Russland sollte er sogar das 4-fache eines Monatsgehalts kosten. Ich bin Künstler, sage ich und lächle. Oh, sagt die Frau und führt mich zu einer Vitrine in der hinteren Ecke des Ladens. Das hier ist alles kein echtes Silber, sagt sie. Und die Steine sind auch nicht echt. Oh, sage ich, die sind schön. Haben Sie auch welche aus Holz? Holz? Meine Freundin mag Holz. Ich bin ja auch eher der hölzerne Typ. Zum Beispiel beim Tanzen, sage ich, und mache ein paar Robo-Moves. Ringe aus Holz führen wir leider nicht, sagt sie. In ihren Augen kann man gut erkennen, dass sie es irgendwie bereut, heute aufgestanden zu sein. Ich will ehrlich sein, sage ich. Eigentlich wollte ich schon was Gehobeneres. Sofort entspannt sich die Miene der Frau. Sie lächelt sogar ein bisschen. Welche Ringgröße hat denn ihre Freundin? Fragt sie. Ich wurde im Leben schon oft schwierige Dinge gefragt. Zum Beispiel damals in der mündlichen Abiturprüfung, als ich x hoch 2 an die Tafel zeichnen sollte und nicht wusste, wie das geht.
Natürlich habe ich vorher auch, wie kriege ich die Ringgröße meiner Freundin heraus, gegoogelt, aber auf Jolie.de steht, die einfachste Möglichkeit ist, bei einem Ring ihrer Freundin den Innendurchmesser auszumessen. Durch Multiplizieren des Innendurchmessers mit der Zahl Pi erhalten Sie die exakte Ringgröße Ihrer Freundin. Nie bin ich mir mehr wie ein Erdmännchen vorgekommen als in diesem Moment. Zahlen sind einfach nicht mein Ding. Ich dachte auch immer, der Satz des Pythagoras sei irgendeine Aneinanderreihung von Worten. Ein Satz eben, sowas wie ein Mathematiker, der nicht irgendwie ein Dichter ist, wird nie ein vollkommener Mathematiker sein, oder? Hallo, ich bin Pythagoras, ich sag ja immer lieber mit dem Fahrrad zum Strand als mit dem Mercedes zur Arbeit. Was heißt ich? Fakt ist, meine Freundin besitzt... Fakt ist, meine Freundin besitzt überhaupt keinen Ring. Ihr könnt euch nicht meine Panik vorstellen, als ich heimlich ihre Schmuckschatulle öffnete und dort nur Ohrringe und ein paar Ketten fand. Ich war sogar so verzweifelt, dass ich das Ganze als Frage formuliert ins Jolie-Forum gepostet habe, woraufhin zwei Dutzend kümmernde Teenager-Mädchen aus der virtuellen Kanalisation gekrochen kamen, um mir Tipps zu geben. Also, erstmal, total süß, dass du deine Freundin heiraten möchtest. Ich glaube, mein Freund wird mich nie fragen. Ich würde sagen, nimm dir ein Maßband und wenn sie schläft, muss einfach mal, wie ihr Finger ist. Es gibt viele unangenehme Vorstellungen davon, wie so etwas enden kann. Aber wenn ich etwas auf jeden Fall vermeiden wollte, dann, dass meine Freundin mitten in der Nacht wach wird und mich verzweifelt am Bettrand sitzen sieht, während der Mond das Maßband in meiner Hand in ein Zwielicht aus Missverständnissen taucht. Welche Ringgröße hat denn Ihre Freundin, fragt die Verkäuferin also. 34 rate ich, weil ich das mal in Bezug auf Pullover irgendwo gehört habe. 34, fragt die Verkäuferin. Wie alt ist Ihre Freundin? 12? Ich weiß es nicht, sage ich. Sie wissen nicht, wie alt Ihre Freundin ist? Doch. Also die Ringgröße, die kenne ich nicht. In dem Moment kommt eine andere Frau aus einer Türe hinter der Kasse. Susi, sagt die Verkäuferin ernst. Der kennt die Ringgröße seiner Freundin nicht. Ach, sagt Susi, und ich merke, dass sie jetzt echt enttäuscht ist. Und er ist Künstler, fügt die Verkäuferin hinzu. Na, da hat sie ja das ganz Große losgezogen, sagt Susi und deutet auf die Vitrine, die ich schon kenne. Die Ringgröße ist wirklich wichtig, sagt die Verkäuferin. Ja, sag ich. Kennen Sie Beefy? Die Wurst? Ja, die Wurst. Stellen Sie sich die ästhetischste Beefy der Welt vor. Das ist der Ringfinger meiner Freundin. Susi und die Verkäuferin sehen sich an. Sie hassen mich. Inzwischen habe ich einen Ring ins Auge gefasst. Aus einer Reihe schöner Ringe sticht er am meisten hervor. Gefällt er Ihnen, fragt die Verkäuferin. Ja, sag ich. Der Stein ist aber echter Diamant, sagt sie. Ich nehme ihn. Abends sitzen meine Freundin und ich gemeinsam beim Essen. Aber von dem, was sie sagt, bekomme ich höchstens die Hälfte mit, weil ich nur ihren Ringfinger beobachten kann und mich bei jeder ihrer Bewegungen frage, ob der Ring, den ich gekauft habe, passen wird oder nicht. Ich frage dich das jetzt, damit ich, wenn ich dich in 10 Jahren mal heiraten möchte, nicht mehr fragen muss, weil das dann ja auffällig wäre, beginne ich. Aber welche Ringgröße hast du eigentlich? Meine Freundin schaut zuerst auf ihre Hand und dann auf mich. Keine Ahnung, sagt sie. Aber wenn du in 10 Jahren zu einem Juwelier gehst, um einen Ring zu kaufen, nimm einfach eine Beefy mit und sag dann...